Captain Regnum, Captain Regnum, Sie erheben sich jetzt und gehen nach Menria fort und nehmen das ein. Dafür habe ich mein Schild jetzt. Und hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum Part 100. Ja, wir müssen das Menria fort stürmen, das machen wir gleich mal. Gehen um den Herzsee oder fast Herzsee. Sehr schön modellierter See, wirklich wunderbar. Die Senkara hat sich ja bereit erklärt, mir zu folgen als Dienerin. Und noch kurz etwas sagen, sie will nicht Paper genannt werden, also ihr Hexer, Hexerin will nicht Paper genannt werden, sondern Paper. Sorry dafür. Ich muss es ja Englisch aussprechen, sonst heißt es ja nicht richtig. Genau. Und ja. Der Destroyer kommt wahrscheinlich nach. Oh, schau mal an, du in Christwind. Mal schauen, wie viel Schaden ich mache überhaupt. Genau. Heute werden wir wirklich trollen. Ich will mal testen. Einfach mal testen. Boah, 52. Oh. Boah, bin ich stark. Sheet. Fett, strong. So. Wollen wir angreifen? Ich stürme mit dem Schild. Ich ramme das fort. Kommt schon, Leute. Greift an. Yay. Der greift auch noch an. Der Serdiv ist hier. Der Anduin ist hier. Das Destroyer wird wahrscheinlich nachkommen. Lol. Ach komm, wir greifen an. Oh, es ist offen für uns. Wow. Ah, da sind die anderen. Manaten. Ach komm, ich will ihn dann besiegen. Ich will ihn unbedingt... so ein Mist. Yay. Lol. Der glitscht ihn durch. Okay, die anderen sind hier. Wir sind so dumm, wir sind so dumm. Wir sind so sehr dumm. Wir machen einfach Blödsinn, es bringt uns gar nicht mehr, die einzunehmen. Sollen die doch lassen. Das ist genauso letztes Mal bei Summer so gewesen. Wir haben es einfach gemacht, weil wir Bock haben. Oh, schaut euch mal, wie wir den Turm hier stürmen. Wir machen einfach ungewollt irgendwas. Sinnlose Sachen sind doch die besten. So. Mal noch warten. Die Sterbehilfe ist noch höher. Da ist noch ein Wächter. Komm, wir greifen den Wächter an. So richtig stürmisch. Oh. Sind alle beleidigt. Jetzt müsst ihr alle in die Kommentare schreiben. So richtig lang. Boah. Captain America mit seinem super Schild. Jeder hat Angst vor mir. Jeder weiß, ich habe ein Level 8 Schild und ein Level 8 Schwert. Und werde die Festungen alle mitsamt meiner guten Kollegen hier stürmen. So, jetzt folgen wir den guten Kollegen mal wieder ein bisschen. Aber ich will eben in diesem Projekt die Alsen und die Sünden am besten trollen, aber wenn sie nicht da sind, dann kann man sie nicht gut trollen. So, Andrax. Vincent. Kane. Kommt alle mit. Ja, super. Was jetzt? Imperia, oder? Ja, August. Okay. Last Mal, Jagus. Der Destroyer wollte auch noch ein Schild holen, aber er fand irgendwie den Händler nicht. Ich habe gesagt, bei der Schmiede. In Essenti... Wie heißt es schon wieder? Asadi. Nur Asadi, okay. Dort habe ich mein Schild und mein Schwert gekauft. Er hat es nicht gefunden. Aber es ist auch ein bisschen schwer. Es ist bei einem...
Schneider ist es, ja, bei einem Schneider ist das Schild und nicht bei einem Händler oder so. Und ja, jetzt ist er, keine Ahnung, wo er ist. Wahrscheinlich am Zurücklaufen, hier hinlaufen und ja, machst du halt im nächsten Mal mit. Vielleicht mache ich schon nach 50 Part das nächste Getrolle. Aber es ist eben halt nicht ganz so möglich, super zu trollen. Dafür müsste ich eigentlich sehr viele Alsen treffen, die mich nicht angreifen. Und Söten, die nicht angreifen. Und dann werde ich sie ein bisschen anschreien mit betäubtes Gebrüll und ein bisschen tanzen und so machen, als würde ich angreifen. Mal gucken, was in Aggersburg so ist. Aber heute, wie eben gesagt, nicht ernst nehmen. Eigentlich, ja, eben meine Beleidigung müsst ihr nicht ernst nehmen, meine Trolling-Versuche. Und wenn ihr mich seht, wenn ich nicht angreife, greift am besten auch nicht an, wenn ihr in einem anderen Reich seid. Weil, mir geht es nicht um die Krip. Ich brauche die Krip. Ja. Yay. Keine Sorge, wir haben Drago Basel. Wir haben Drago Basel, wir werden alles stürmen. Wir sind unbesiegbar, wir haben Captain Regnum. Captain Regnum. Please. ganz viele Wächter. Oh. Das ist eine Sache für Captain Regnum. Wir greifen frontal an und besiegen alle sofort. Oh, ein Mächte ist tot. Oh. Boah, ich bekomme so viel Schaden. Shit, 12 Schaden. Ich habe ja sogar noch ein Schild dabei. Also ich bekomme so wenig Schaden. UFC Champion, ja. UFC, yeah. Vielleicht mal ganz ohne Waffen angreifen. Nein, ich will angreifen. Nein. Oh Mann, es geht nicht. Das geht mir gar nicht. So eine Freche. Yeah. So. Also. Es ist wieder niemand hier. Die Eisen sind immer noch beschäftigt mit im Reich von den Egen herumzugammeln. Ah, du kommen sie, Technoklassik. Ich bin der Obermotz auf der Burg oben und werde niemanden reinlassen hier. Niemanden hier rauflassen. Und kann nicht mal die Treppe hoch. Ah, Göttchen. Ah, scheine. Ah. Scheine ich mal das an. Boah. Ich will lieber knücken. Ich bin der Obermotz. Ich will aber nicht angegriffen werden. Ich will hier vorne. So. Richtig Obermod-Style. Hey, lass mich jetzt in Ruhe, ihr Scheißmagier. Oh. Oh, sie kommen. Schaut euch mal das an. Episch. Oh. Episch. Nein! Hier drauf. Oh man, die Steuerung ist so sensibel. Ja. Nein! Ich nicht! Ich werde nicht sterben! Nein! Aber Regnum ist unbesiegbar! Captain Regnum wird wieder auferstehen! Die wollen nicht hinterher angreifen. Nein! Die wollen mich einfach angreifen. So böse. Das sind aber böse Eisen. Sehr böse Eisen. Sehen die mich nicht als mit dem Schild? Das sind doch böse Eisen. Hey, Gott, oh Gott. Xirios, du Spast. Ja, so macht das Ganze Spaß. Das stimmt. Ah, Gottchen. Ah. So böse Eisen. Hey, Gott, oh Gott. Also euch muss ich wirklich mal ein bisschen am Arsch Arschkloppe machen. Also bitte, das geht mir mal gar nicht. Komme ich wie so eine alte Oma auf euch zu und kloppe euch mit dem Prügel auf den Arsch. Mit dem mit dem Teppichklopfer, so richtig. Bam! Das geht mal gar nicht, also. Käse, das will handeln. Ambestein.
69 Gold. Okay, bekommst du den Namen. Hui. Hui. 97 Gold bekommen. 69 Gold bekommen. Oh Gott. So. Den Amperstein habe ich gerne genommen. Gegeben. So, jetzt bin ich sogar noch ein bisschen verwirrt. Ah, oh Gottchen. Episch. Syrten müssen auch noch belagert werden. Dann gehen wir doch zu den Süden. Herbrücktreff. Gönn dir. So, wir gehen zu der Herbrücke. Zu der herbe Brücke. Voll die herbe Brücke, Mann. Und ich gehe alleine am besten. Mal schauen, ob jemand dort ist, sonst gehe ich wirklich alleine das Herbfort angreifen. Ignis kann belagen. Hey, ich bin mit 400, 4.396 LP ja wirklich tanky. Ich könnte hier mit dem Schild wirklich aufbauen. Oder ich könnte den Hammer einsetzen. Der Hammer des Todes. Thors Hammer. Ha, ich habe von Thor den Hammer geliehen. Wow, kann ich ihn überhaupt tragen? Im Film kann man ihn nicht tragen, aber ja, Captain Regnum schafft alles. Kein Problem für mich. Ha, ich kann ihn aufheben, als würde es extrem leicht sein. Aus Carbon oder so. Aber es ist irgendwie aus Goldstahl oder so. Ich glaube, es ist nicht das Adamantium oder so. Es ist, das Schild ist das Adamantium, habe ich gelesen, glaube ich. Oder es ist im Film vorgekommen. Ich habe natürlich beide Teile geschaut von Captain America. Die Avenger-Teile auch beide geschaut. Und eigentlich ein Riesenfan von Captain America, aber von Thor auch und von X-Men, von was gibt's noch? Die Black Widow gibt's noch, der Shadowhawk, der Hulk, genau, der Hulk. Ja, den gibt's auch noch. Und der Iron Man, der Tony Stark, voll der Stark. Als nächstes kleide ich mich als Iron Man. Nehme ich ganz eine Ritterrüstung und werde dann so richtig schnell werde so richtig schnell da sprinten. Fliegen kann ich ja leider nicht. Eigentlich könnte ich mal wirklich Ding sein, ja, ist es schon wieder. Game Master, genau, Game Master. So, wir greifen. Oh man, oh, wer ist da? Nein, Tanuki wieder! Nein! Tanuki! Hallo! Er will mich angreifen. Oh, das ist so böse. Das ist so böse. Boom. Boom. Oh, ich bin zu schwach. Ich kann nicht. Hilfe, ich kann nicht mal etwas einsetzen. Da ist ein Donnerschlag. Und jetzt noch ein betäubendes Gebrüll, du blöde Schlange. Wieso hat der so eine coole Schlange? Das geht mal gar nicht. Ich hau ab. Ah, was schon tot? Das gibt's ja nicht. Das ist unerhört. Das nächste Mal werde ich es dir nicht so leicht machen, Nuki. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Tja, schon wieder eine Niederlage für für Captain Regnum und wir irgendwie haben einfach nichts drauf. Das stimmt. Tja, dann gehen wir halt nochmals. Nuki, die Bestie.
Schlimm! Schlimm! Er hat mich einfach getötet! Ich werde es dir nie verzeihen, okay? Nie! Also im Ironman möchte ich im nächsten Trolling-Part machen. Dann kommt noch Hulk dran, da muss ich irgendwie grün alles färben, oh je. Und dann kommt noch Thor dran, mit Thors Hammer, dann brauche ich aber einen Zweihandhammer schon fast, damit es richtig cool aussieht. Was soll ich noch nehmen? Schreibt es in die Kommentare unten. Und ich würde mich richtig freuen für Verbesserungswünsche, auch es ist halt jetzt ein bisschen leer langatmig und ja, wenigstens ein Eiser hat sich in den Weg gestellt, das ist doch top. Dass ein Eiser den Mut hatte, überhaupt der Captain Regnum angreifen zu können, müssen, wollen und mich sogar töten will, das hat einen richtig großen Respekt verdient. Hilfe, komm, wir gehen alle Hilfe, yeah! Juhu, wie das aussieht! Wie das aussieht. So der Panther so mit großem Elan Richtung F entgegen. Jetzt müssen alle Angst haben in Neferias. Jetzt kommt der Captain Regnum. Und rast durch die Festung, macht sie kaputt. Ich möchte auch gerne mit diesem Schild so ein bisschen mich schleudern lassen, auf die Zinnen rauf, dann ganz nach oben und dann so richtig alle fett mit Ragdoll-Effekten raushauen, so richtig BÄM, mit hohen Bogen rausfliegen, bis alle sterben und vernichtet werden. Sie werden alle zerstückelt von dem Schild, von der Wucht von Captain Regnum. Dreimal so stark wie Captain Amerikas Schild und voller Elan, voller Power, mit dem härtesten Holz, das je gefunden wurde. Sorgfältig über Jahre hinweg geschmiedet und verbessert. Voll das Cheating-Shield, jetzt muss ich noch irgendwie 300.000 Abwehr haben drauf. Dann geht's mir gut. Schön viel Verteidigung. Ja? Sumpfprärie? Nächster Halt, Eferias Kessel. Endstation. Zurückspawn zum Janarit Bind. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. So, nicht mehr lange. Effe. Ah. Heute ist der Trolling-Part und heute sind alle rundum glücklich. Und eben, wenn ich dann noch ein paar mehr Leute haben, die auch meine Videobeschreibungen lesen, dann können wir wirklich mal zusammen einfach ein Treffen machen. Dann sind zum Beispiel hier die Syrten, hier die Ecken und hier die Eisen und dann applaudieren alle und zwischendurch und so. Ich bin in der Mitte und werde gefeiert, genau. Ich werde so richtig gefeiert. Hoffentlich. Nein, nein. Müsst ihr nicht, aber es wäre wirklich cool, wenn so... Wenn der Captain Regnum zur Kultfigur wird oder der Iron Man. Genau, ich kleide mich dann immer um. Also, der nächste Trolling-Part muss ich schauen, wenn ich die Kreditkarte habe, wenn ich wieder Geld einzahlen kann, wenn ich wieder hier ausgeben kann, Xymarine ausgeben kann, dann werde ich auch irgendwas kaufen, wo aussieht wie Iron Man und Hulk. Müssen wir mal schauen. Iron Man. Naja, Hulk ist Frankenstein, was kennt. Irdische Kleidung. Okay, und Iron Man ist Skelettmaske und Skelettkostüm. Ja, genau. Perfekt. Und was ist Thor? Thor ist ein geistlichen Hut, aber nicht eine geistliche Robe, sondern Albtraumkostüm. Oh, da muss ich aber viel Geld ausgeben. Shit.
7000 für das Piratenkostüm. Nein. Da kann ich noch Jack Sparrow nachmachen. Und alles Mögliche. Wolverine möchte ich auch mal nachmachen. So richtig unterschiedlich dann trollen. Also Captain America hat angegriffen, der hat sein Reich, also die Iggen, beschützen wollen und hat dadurch einen Gegenangriff gestartet, der leider ein bisschen daneben ging. Aber nur ein bisschen. Kann man den eigentlich töten? Oh, man kann ihn töten. Der macht aber nichts. Ja, dann werfe ich ihn um. Da hast es. Hulk, du Flasche. Ich hab dich getötet. So. Yay. Sind sie schon da? Ich hab doch was gehört, dass die... Ja, da sind sie. Yay, das seid ihr, Schätzchen. So, lieber mal ein bisschen küssen. So. Und du auch? Küssen. Nein, nicht tanzen. Küssen. So. Schön. Und jetzt? Er geht rein, unsichtbar. Okay. Wollen wir nicht da? Okay. Captain America, Captain America. Er geht jetzt ein bisschen seitwärts. Wir bleiben hier. Vielleicht ist jemand drin. Oder vielleicht kommt jemand wieder und stürmt uns. Hm. Captain America. Captain America. Captain America. Ich bin der Vorderste. Ich muss unbedingt hier durch. Yay! Es ist alles so langsam, im Film ist alles viel schneller. Oh. Heftig. Schaut euch mal der Schaden an. Ich bin sowas von schwer verletzt schon. Okay. So. Ja, jetzt ist schon fertig. Ah, das geht man gar nicht, ey. Jetzt bin ich umsonst hier nach oben. Da muss ich gleich mal runterhüpfen hier. Hm, 300. Red mich. Ich weiß nicht. Soll ich's? Soll ich? Soll ich drauf? Ich geh drauf. Oh Gott. Nein, ich mache es epischer. Als Abschluss von diesem Part mache ich es doch epischer. Ich gehe ganz nach oben. Nein, das sind ja die... Ja. Nein, nein, das macht ihr nicht. Das macht ihr nicht. Nein, ich... Die Eisen sind solch Spielverderber. Das ist unfair. Ich bin doch wehrlos. Ah, Captain Regnum hat wieder verloren zum dritten Mal heute. Das war die Story von Captain Regnum. Im nächsten Trolling Park kommt dann Iron Man dran. Tony Stark mit seinem mega super Killeranzug, der alles platt macht, egal ob Feind oder Freund. Und ja, es ist ja nicht so cool gewesen, wie ich es vorgestellt habe, aber es war ein toller Part und ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Ihr könnt mir disliken, wenn es nicht so war, aber es ist etwas, was schon ein bisschen aufmuntert noch. Und eben mit Part 101 geht es dann weiter mit ernstem Gameplay. Oder nicht ganz so ernsten Gameplay. Ja, hat mir Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Und eben, kann sein, dass 150 dann der Trolling, der zweite Trolling-Part ist. Oder auf
Part 200. Auf jeden Fall muss ich noch Level 60 werden. Und so langsam richtig episch werden. Cool. Ja, und diese Beschwörerlord Tunika loswerden. Ich schenke es dem ersten Hexer. Der ersten Beschwörer ist es, ja, stimmt. Der erste Beschwörer, der mich anschreibt, eine PN schreibt mit ich möchte gerne die Beschwörerlord-Tunika für meinen Beschi-Level, was ihr seid. Das könnt ihr sicher mit Level 57 noch tragen. Ist sehr defensiv, hat zwei Verbesserungen und ist eben legendär. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Ignis-Axt auch verlangen. Und hier ein paar Steine könnt ihr verlangen, ein paar Amulette, ein paar Ringe. Einen Magnanitball könnt ihr sogar noch verlangen. Und ja, das war's eigentlich. Die anderen Sachen brauche ich da noch. Ja, den königlichen Blitzstab aus Stahl könnt ihr noch verlangen. Aber müsst nicht. Ich lage sie einfach. Ja, also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part, dem Part 101. Und dann sage ich Tschüss und Captain Regnum verabschiedet sich mit einem Verbeugen. So, nochmals einmal. Nochmals verbeugen. Wo war das da? So, Tschüssikowski. Bye, Leute.